Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Bergsteigen für Anfänger mit Swifty Skyhawk und Buran. Hallo. Servus. Grüß Servus. dich. Kleinstmögliche, nein, zweitkleinstmögliche Gangart den Berg hinauf. Hat sich das ausgedacht? Ist noch mit vollem Marschgepäck. Nee, nee, nee. Keine Waldbären. Ich schätze mal, wir können jetzt schon auf die 3 schwenken. Ja, weil hier bei der 4 ist nichts. Nee, nee, da. Theoretischerweise da. Das war bloß der Ansatzpunkt, wo ich erstmal hin wollte. Das, was ich meine, liegt ungefähr bei dem Wegpunkt 4 jetzt. Okay. Ja, dann. Gehen wir da mal hin. Da und dann leicht rechts von uns irgendwo. Ich habe Thermal gerade drauf. Und guck immer mal wieder, ob ich irgendwas leuchten sehe, außer die leuchten um mich herum. Geradeaus leuchtet nämlich was oben. Siehst du ein bisschen höher? Nö. Feuerchen, da brennt irgendwas. Ja, da. Ich glaube, das Da war's sehe ich sogar. Genau. was leuchten. Also zwei Lagerfeuer, aber mehr auch noch nicht. Na, ist ja egal. Sammelkarten. Ah. Ich will es bloß vermeiden. Okay, hier ist keiner. Ja, das Ich macht's. höre ein Britzel, Britzel, Britzel. Ja, aber keine. Nee. Zum Glück keine Gegner. Ja, komisch. Aber das ganze Lager haben sie gerade gemacht. Und dann sind sie wieder weg. Naja, Vorne oder im kaputt Z wie das Ding hier vor meinen Füßen. Hier vorne im Zelt ist eine Waffenkiste. Jawohl. Kommen sie raus, kann ich rein. Ja, genau, das war gerade mein Problem. Ich zugelegt. Halbautomatisches Schiffrist. Ah, was ist das? Das Gewehr, auf das er gerade gewechselt hat. Auf der 7, hier guckst du. Kaliber 12. Schrotti. Ah, automatische Schrotflinte. Halbautomatisch. Halbautomatisch, ja, also gut. Weil, als du das erste Mal angefangen hast zu lesen, habe ich gedacht, jetzt gibt es Kartoffelbrei mit Fleischbällchen. Eiselbeeren. Eine Klauke und ein Mäuser. Oh je. Yeah. Wo? In der Waffenkiste. Ah, das ist Also wirklich die im Zelt, beschämend. ne? Ja. Kein Holz-Baseballschläger, den hättest du dir doch so gerne gewünscht. Da hatte der Soldat wenigstens Granaten dabei. Sonst ist So, hier wenn nichts ich mehr, jetzt da ne? runter gucke, würde ich sagen, schaut mal da unten Beleuchtung an. Ja. Na gut. Ich sehe noch nichts. Richtung Südost, Ost eigentlich, um genau zu sein. Ich gehe mal Ost. auskundschaften. Gehen wir mal langsam runter und gucken. Swiss. Vorne, leicht rechts von dir, irgendwie noch ein Maschinengewehrpunkt. Siehst du das? Da Da sind blinkt Säcke. was, ja. Da sind Säcke aufgebaut, aufgestapelt, aufgebaut. Wahrscheinlich sind hier Soldaten aufgebaut, aber okay. Nee, ich sehe nur zwei Hunde. Okay. Also ein Hundi. Und was ist das? Das ist noch ein Hundi. Und das ist ein größerer. Sauhundi. Hier ist auch noch ein Hund. Nee, das war ein Flieger. Und hier ist noch ein Hier Hund. lag eine Waffe.
noch eine Waffe, ja. Also, noch ein Gewehr. So ein Jagdgewehr, ja. Kann man alles recyceln. Ja. Ja, ja, klar. Wird doch mal langsam notwendig. Ah, der Blick von hier oben ist schon schick. Gut. Anhand von den Symbolen hat der Bunker da unten alles. Ich sehe bis jetzt noch nichts, was sich hier bewegt. Hier? Gut für uns, würde ich sagen. Nee, ich höre auch nichts. Ich schon, und zwar da vorne. Eins, zwei. Markieren, wo? Direkt am Eingang. Ah, jetzt sehe ich sie auch. Den sehe ich. Ja. Drei, zwei. Und den sehe ich. Er bewegt sich. Also, der eine steht. Ja. Los. Der eine hat die Markierung verloren. Ja, der rennt hier oben rum. Da unten habe ich wieder verpasst. Oben der ist weg. Unten der ist auch weg. Ist weg. Das gibt's doch nicht. Ich höre noch irgendwas. Ich bin unten, ich sehe nichts mehr. Ich auch nichts. Nee, gut. Mal ein bisschen. Ein paar tote Soldaten, viele Munitionskisten. Ja, wo? Hier außen an der Mauer. Ah, okay. Eine Waffe. Also hier in dieser Holzverschlag außenrum ist alles. Mhm. Und schon wieder ein Mäuser. Waffen 2 von 4. Oben auf dem kleinen Turm war auch eine. Direkt am Eingang. Und hier vorne liegt ein Revolver über der Munitionskiste. Ich bin noch nicht so weit. Aber danke. Die ganze Basis gerade gemacht. Ja gut, das ist auch keine Basis. Das sind ein paar Holzbretter. Naja, ja, das hier draußen, aber ich meine, da drin ist ein Panzer. Da steht ein Flieger. Hier ist das letzte, ja, die letzte Waffe, ne? Ja. Und was bringt dir der von Flieger, vier, wenn die Piloten fehlen? Ja, leider Gottes. Och, ich hab mal eine Stunde Microsoft Flight Simulator oder so hinter mir. Mhm. Tja, das oder macht mehr. Dich zu einem der erfolgreichsten Jagdpiloten in deiner Wohnung. Außerdem habe ich tatsächlich schon mal in einem Tornado und in einem Phantom drin gesessen. Also ich weiß, wo man nicht dran ziehen sollte. Okay, alles klar, da. Und ich weiß, dass man eine volle Tankladung innerhalb von 8 Minuten, wenn man nur auf Afterburner fliegt, komplett durchnudelt. Ah, der Nachbrenner. Ja. Was ist das? Hier ist ein Motorrad. Alte Efe nehmen. Und ich habe das Bild. Siehst du? Ja. Kann man ein Moped fahren? Ah. Ja, kann man. Sammelgegenstand. Das war ein Sammelgegenstand. Das Moped? Ja. Echt eine 24. Neue Fahrzeuge zum Sammeln.
Das kann ich gleich alles zerlegen. Das muss ich nicht immer in meine Kiste tun, ne? Recyclingstation. Waffen. Nur das Zeug in die Kiste, was du nicht recyceln kannst. Wegen der Stückzahl. Ja. Ja, jetzt muss ich erstmal aus der Kiste den ganzen Mist noch rausholen, ne? So, damit habe ich 50 Kilo, das reicht doch. Also 100% Außenposten, sauber. Hier drin ist nur noch so ein bisschen lootrig, oder? Ja, und halt die Werkbänke. Jo. Und eine Kassette. Schön. Aber auf jeden Fall erstmal eine Recyclingbank, ne? Ja, direkt vor mir. Das ist absolut zurzeit irgendwie fast das Wichtigste. Ja. Gut, dann mache ich jetzt mal kurz Pause auf der Aufnahme. Bis gleich. So, wir haben uns entschieden. Wir machen jetzt mit dem Baustein weiter. Ja, oh, Bausteine. Lass mich doch. Oh je. Oh je. Der Loot war schon besser. Was leuchtet da oben? Sieht aus, als ob da in der Hütte jemand ist, hä? Ja, ja. Dahinter irgendwie brennt ein Feuer, wenn man genau nach Nordosten schaut. Scheint es irgendwie ein Feuer zu sein. Ja, hauen wir mal! Da oben ist Licht. There's a light at the end of the tunnel. Juhu! Da brennt es. Mhm. Da steht ein Panzer. Der brennt, ja. Ah, ein Panzer, der brennt. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Kommt drauf an, unserer oder deren? Alright. So, the soldiers did come here. Maybe they managed to gather some more information then. Be careful, kid. You're close to that machine base now. Don't make any noise, okay? Yep. Oh yeah. Ich hör's schon wieder. Was? Ich hab irgendwelche... Oh, oh. Wuff gehört. Ja, ich geh jetzt auch. Metallenen Wuff. Eine Waffe. Ja, unten bei dem toten Soldaten liegt eine. Hier oben liegt noch was Medic rum. No. They were all killed. Whoa. Before they could carry out their plan. Damn it. Not another squad gone. Everyone is always dead. This is bad. Shit. So... It's up to us now. We have the information that these soldiers died for. Schießt meine Richtung. We can finish this. Schießt ihr einen Weg in die Basis der Maschinen frei? Right. Of course, of course. Okay, we need to be really smart about this, kid. It's going to be tough. The notes say that two smaller structures are generating a shield for the command center. Take those down first, and you should have a clear shot at the command center. Sind das die hier? Remember that they are building more machines in there. You might get swarmed easily if you don't put a stop to that. Fast. This is dangerous, okay? We know what to do. The soldiers who went in there before us didn't. Oh. That'll make all the difference. I'm sure of it. Nein. Nee. Kann ich das nicht? Doch jetzt. Oder? Kann ich hier nicht rausschießen? Offensichtlich nicht. Ja,
Ah, das schießt auf uns. Schießende Waffen von Gegnern sollte man doch kaputt kriegen, oder? Ich hoffe es. Zumindest die da rechts schießt nicht mehr. Die schießt noch. Wir draußen ist ein Raketenwerfer noch. Was? Was, Raketenwerfer? Ja, jetzt da draußen steht noch ein Raketenwerfer. Ah, ich sehe es. Bei den toten Soldaten, ich hab's gerade gesehen. Aus. Da habe ich mir das Gefühl, die muss man irgendwie anders kaputt machen. Ja, das scheint nicht zu funktionieren. Nimmst du mal lieber die Panzerfaust? Ja, wenn es sein muss. Nee, ist nur so ein Gedanke. Ich wechsle mal gerade Richtung Panzerfaust. Ich muss die zuweisen, Moment. Granatwerfer, einen Platz zuweisen. So, auf was sollten wir denn mal versuchen zu schießen? Auf das Geschütz, das uns gerade versucht, hier mächtig anzusichern. Wow. Hat getroffen? Ich glaube ja. Da kommt was angelaufen. Na sicher. Drin. Was? Ich bin hinter euch. Kann man die Dinge auch erschießen? Panzerfaust gegen das Ding in der Mitte? Ja, nee, warte mal. Zerstöre Schildgenerator A, zerstöre Schildgenerator B. Oh, ich habe keine Munition für den. Sind das die Dinger da? Könnte ein Schildgenerator sein. Geh mal weg, Swiss. Swiss, geh weg. Tor, geh weg. Uran, geh weg. Ja. Ja, also diese komischen Dinger hier neben uns sind die Generatoren? Fragezeichen. Nur da, wo der rote Strahl nach oben geht. Ah! Langsam. Ja? Warte mal, hier stimmt sowas nicht. Ja, da kann man doch offensichtlich anfassen. Ich mache in der Zwischenzeit den zweiten auf. So, und jetzt? Kann man den anfassen? Nö. Das ist abschießen. Yo! Aua! Irgendwas turnt hier draußen rum. Ja. Das ist kaputt. Irgendwie klingt das nicht so gut. Granaten! Ich bin down.
Ich auch. So. Ist es kaputt? Hat immer noch halbes Leben. Oh fuck. Ja, würde ich auch sagen. Bin down. Bin auch down, Gas. Ich bin schon wieder down. Na super, das ist ein lautes Spiel. Oh, da ist ein Geschütz über mir. Ach so, wir haben noch nicht mal alle vier Geschütze down. Nein. Oh nein, hier kommen schon wieder die nächsten an. Die kriegen wieder Verstärkung. Frag für einen Freund, auf die auf das Ding in der Mitte schießen. Ja, ja. Mhm. Uran, geh weg, ich kann schon mit dem Ding reinschmeißen. Kommt von der anderen Seite. Dort. Haben wir. Achtung, Tor, hinter dir ist einer. Noch einer da? Irgendwas schießt doch noch. Ja, einer ist noch da. Markierung? Sehe ihn nicht. Der ist da genau hinten hinter schießt. Der... Hier, da ist er. Yes. Zwei! So, jetzt sieht man was. Definitiv. Die Jungs sind ganz schön weit geflogen, ne? Die roten Punkte. Weg, Fanny. Na, immerhin. Alter Verwalter. Geht, aber mir hat's ein Level gebracht. Kann ich nachher gucken. Wurde gerade angezeigt, fand ich schön. Alter Verwalter. Mhm, nett, ne? Das ist so das, was eine Knicksbasis ausmacht. Mhm. Oh, von dem hier gab's eine Mistgabel. Da kann ich heute wieder aber endlich richtig Mist schaufeln. Und bei jeder Knicksbasis musst du andere Dinge erledigen, um sie zu zerstören. Mhm. Also die haben sich da schon was überlegt, dass es nichts eintönig wird. Eintönig. Und gibt's hier irgendwie so den Megaloot oder so? Ne, ich glaube, das war jetzt erstmal so eine Kennenlernen-Basis. Ich kann B für untersuchen klicken. Kontrollpunkt erobern? Ja. Übrigens, da oben läuft noch einer. Da läuft noch ein Zweibein. Yes, sir. Jetzt könnte man hier die eigene Basis bauen. Heimatbasisverteidigung, Schwierigkeitsgrade. Okay. So, und du hast gesagt, wir haben eventuell ein Level-Up. Also, bei mir war eins zumindest. Nee, ich hab noch nicht. Ich hab noch zwei Balken davor. Boah, gut, an der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen. Gab 5 Minuten länger, aber ich glaube, damit könnt ihr leben.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und sagt mal, was ihr von dem Ganzen haltet. Haben wir was falsch gemacht? Hätten wir das besser machen können? Weniger sterben, ich weiß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Servus. Tschüss.